Qualitag Nummer 4 bei der UEFA Euro 2000. Mein Name ist Mr. Walzer und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Spiel mit deutschsprachiger Beteiligung. Denn ein Teil dieses kleinen Landes in Mitteleuropa ist deutschsprachig. Wir schauen uns heute das Spiel der Schweizer an gegen die Türkei in der Gruppe 1. Die Nati ja im letzten Part mit dem schweren Start gegen die Rumänen, den sie verloren haben mit 2:4, jetzt doch schon unter Zugzwang. Viel mehr Spiele dürfen sie nicht versäbeln, verhauen. Und es geht gleich gegen die Türkei. Die Türkei, die ist ja momentan im Gleichschritt mit den Rumänen vom Start der Quali her. 2 Spiele, 2 Siege. Mit einem Sieg heute könnten sie sich schon so einmal so ein bisschen Luft verschaffen und so ein bisschen Sicherheit gewinnen. Denn das nächste Spiel für die Türken ist gegen Rumänien. Und da haben sie dann dementsprechend schon bei einer guten Ausgangslage alles Weitere selbst in der Hand. Ob die Türken hier ihren perfekten Start fortsetzen können oder ob die Schweiz doch noch ein Wörtchen mitzureden haben möchte, das sehen wir jetzt bei UEFA Euro 2000. Ganz Europa befindet sich so ein bisschen in einer Niederschlagszanne. Auch hier in Lausanne hat es den ganzen Tag über geregnet. Der Platz ist nass, er ist aufgeweicht. Es wird ein interessantes, wenn nicht aber doch hartes Spiel werden. Zwischen der Schweiz in den roten Trikots und der Türkei, die von rechts nach links in den weißen Trikots auflaufen werden. Die Schweizer mit ihrem größten Erfolg, ja, auch im eigenen Land, das WM-Viertelfinale 1954 erreicht. Die Türken für die Europameisterschaft 96 qualifiziert. Und in der Schweiz ist man ja auch so ein bisschen bekannt. Also man kennt das Schweizer Umfeld, man war ja ebenfalls bei der WM 1954 dabei. Damals ja unter anderem Gruppengegner, beziehungsweise der Gegner im Entscheidungsspiel der Hauptrunde gegen Deutschland gewesen. Das Spiel haben die Deutschen, wenn ich mich recht entsinne, mit 7:2 gewonnen. Das sind allerdings ganz andere Zeiten. Die Schweizer mit dem ersten wirklichen gefährlichen Vorstoß. Johann Vogel mit der Flanke auf Stéphane Chapuisat und Di Nati mit dem Traumstart. 1:0 für die Schweiz nach 6 Minuten. Und den Mann, den kennen wir doch alle. Stéphane Chapuisat, der Mann, der einige Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Genauer gesagt bei Borussia Dortmund auch zu der Zeit. War er dort der Stürmer, der für die Tore bei den Borussen sorgte. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort der Türken. Die haben lediglich nur ein Gegentor bisher hinnehmen müssen. Gegen Bosnien ist das gewesen. Die Schweiz, so wirklich auch der erste größere Härtetest für die Türken. Und die legen hier munter los. Chapuisat mit der nächsten Chance. Noch nicht einmal 10 Minuten rum und die Türken noch nicht so ganz mit dem Kopf auf dem Platz. Wieder Chapuisat. Und Comiceti mit dem 2:0. Ja, was ist denn hier los? Die Türken völlig von der Rolle. Und Alexandre Comiceti, hier sehen wir nochmal, spitzelt den Ball vom Verteidiger weg. Das kannst du besser klären in dieser Situation. Und somit steht es 2:0 für die Schweiz. 2 Gegentore in noch nicht einmal 5 Minuten. Es fallen ja ohnehin schon sehr, sehr viele Tore. Gerade nicht nur von den großen, sondern auch von den kleinen, vergleichsweise kleinen Mannschaften hier in dieser Qualifikation bisher.
Der dritte Torversuch von Comissetti, registriert vom System. Irgendwie ist es so eine Art ausgewechselte Mannschaft. Das, was man gegen Liechtenstein oder gegen Bosnien gesehen hatte, da waren die Türken ja höchst dominant. Und hier quasi ebenbürtiger Gegner, wird man ja schon fast sagen. Und da ist bei der Verteidigung nichts. Da kommt nichts rum. Die Ecke versäbelt. Das war Sergen Jalcin, der den Ball sich wiederholt. Cesar auf der linken Seite. Die Flanke ein bisschen zu früh. Aber trotz alledem die Schweizer immer noch mit Zug und Druck auf das Tor von Rüschli. Johann Vogel testet den türkischen Nationalkeeper, der jahrelang eine Bank im Tor der Mannen gewesen ist. Die Ecke jetzt einmal eine Situation für den mitstreitenden Tabellenführer in der Gruppe 1. Die Rumänen haben heute an dem heutigen Tage spielfrei. Das heißt, sie können sich ganz in Ruhe anschauen, wie sie gegen die Türken zu spielen haben. Die Flanke, die gerade einen Schweizer Verteidiger gefunden hat, das war übrigens Taifun Korkut, den wir heute auch als Trainer kennen in der Bundesliga. Wieder der Ballverlust im eigenen 16er. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und das haben wir auch kurz vor dem 2:0 gesehen, was ein Ballbesitz im eigenen Strafraum auswirken kann. Özalan verhindert erstmal Schlimmeres. 57% Ballbesitz für die Schweiz. Das ist eine Bandbreite für das Spiel bisher. Halbe Stunde rum. Die Führung geht mehr als in Ordnung und sie hätte durchaus auch höher ausfallen können. Chapuisat. Der Stuhl lässt nach vorne klatschen und wieder. Er momentan mit Abstand der beste Türke auf dem Platz. Achtung! Da ist das Tor. Sperrangel weit offen gewesen für Chapuisat. Oder war das doch? Nee, ich glaube, das war eher Comissetti, der da den Ball an das Außennetz säbelt. Jalcin, Derke sucht die Flanke, bleibt allerdings beim Verteidiger kleben. Gut, es ist kein Foul. Böser Name, Havucu. Post wenden wieder in die andere Richtung. Comissetti geschickt vom Vogel. Ball kann nicht vernünftig geklärt werden, auch bei mehreren Versuchen. Und die Flanke kommt zu kurz. Die Schweizer geben hier den Ton an. Das ist nicht zu bestreiten. Die Türken bisher nur mit einer Chance da auf das Tor von Huber bekommen. Das ist mal die erste wirklich gefährliche. Hoppala! Das war mal die erste gefährliche Chance gewesen für die Türken. Eckball kommt ein bisschen überraschend, zu schnell ausgeführt, aber das ist alles sauber, sagt der Unparteiische. Rafael Vicky verhindert Schlimmeres. War das mehr so eine Taktik der Türken, keinen Spieler im Strafraum zu lassen bei einem Eckball? Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall hätte diese Taktik fast funktioniert. Chapuisat. Verlust. Hasan Şaş.
der einen Hattrick erzielt hatte im ersten Spiel gegen Liechtenstein. Ganz schön gegen Jean-Ré. Das war die letzte Aktion in der ersten Halbzeit hier in Lausanne. Die Schweiz dominiert hier das Nachbelieben und führt dementsprechend auch hochverdient mit 2:0 gegenüber ein schwaches und ein nicht vorhandenes Türkei. Wenn wir uns die Statistik anschauen, 14 Schüsse insgesamt auf das Tor von Rüştü Recepe. Also, ich habe ja von vornherein schon gesagt, dass es durchaus die Möglichkeit gegeben hätte, dass wir hier mehr Tore zu sehen bekommen hätten auf Seiten der Schweiz. Vielleicht werden wir das ja noch in der zweiten Hälfte sehen. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück in Lausanne. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Die Schweiz führt absolut und hochverdient mit 2:0 gegen die Türkei, die wie ausgewechselt sind nach den ersten beiden Spielen. Jetzt die erste größere Mutprobe, der größere Härtetest, und da gehen sie schon gleich, werden hier schon gleich die Grenzen aufgesetzt. Das ist nicht gut für das Spiel, für das nächste Spiel der Türken, denn da geht es nämlich gegen Rumänien. Ah, jetzt vielleicht einmal Hasan Şaş die erste Chance in der zweiten Hälfte gehört der Türkei. Ausgeführt von Hakan Şükür. Zu dem Yalçın mit der Flanke. Und der Torwart hat ihn sicher. Cesar. Gegenteil von Korkut, der behauptet sich. Hakan Şükür. Ja, die Türken, das ist schon mal eine ganz andere Körpersprache, die die Türkei hier zeigt. Havucu mit dem Ballverlust. Johann Vogel über rechts, Flanke kommt ein bisschen früh, ein bisschen zu früh. Er wollte einfach nicht ins Laufduell gehen. Das kann durchaus auch die Möglichkeit sein. Chapuisat auf links mit der Flanke, die gezielt kommt. Allerdings auch gezielt niemanden findet, außer den türkischen Verteidiger. Es ist ein Hin und Her. Die Schweizer scheinen die Türken mal so ein bisschen kommen zu lassen. Und dann, wenn es gefährlich wird, dann wird dieser Angriff auch schnell abgedreht. Chapuisat. Eine weitere Möglichkeit für die Schweiz hier. Rüştü Klär zur Ecke. Und der Kopfball kam mit Wucht. Vogel alleine vorm Tor. Und er hat die Chance, hier durchaus schon den Deckel drauf zu machen. Nach gut einer Stunde. Hakan Şükür im Abseits. Cesar. Ceyhun Sforza auf Johann Vogel. Gegen Sergen Yalçın, der jetzt auch mit in der Defensive anpackt. Die war ja gerade in der ersten Hälfte ziemlich löcherig. Mittlerweile haben sie dort ein bisschen Stabilität reingekriegt. Nur in der Offensive hapert es noch, weil die Schweizer trotz alledem nach diesem frühen Doppelschlag durch Chapuisat und Comissetti doch immer noch sehr agil sind. Sie wollen hier unbedingt den Deckel draufschlagen. Müller!
Und wieder Rüştü, der zur Ecke klärt. Patrick Müller gerade mit der Chance. Und jetzt vielleicht wieder die Türken. Mit Hasan Şaş. Cesar bringt die Flanke und da ist das 3:0. Kyriakos Forza. Auch ein Mann, der in der Bundesliga seine Brötchen verdient hat, vornimmt beim 1. FC Kaiserslautern mit dem 3:0. Und das geht auch, finde ich, in der Höhe in Ordnung. Minuten sind noch in Lausanne zu spielen. Das wird eine... Es wird ein Dosenöffner quasi werden für die Gruppe 1, weil eben ja mit diesem Sieg, sagen wir es jetzt schon mal vorlaut, Sieg für die Schweiz, sie ebenfalls mit in den Rennen, ins Rennen bringt für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Comissetti... Vielleicht gibt es ja heute noch ein viertes Rüştü. Er mit Abstand der beste Türke auf dem Platz. Er hat sehr viel entschärfen können, wenn auch gar müssen. Ohne ihn wäre es durchaus noch deutlicher ausgegangen. Özalan, Tümis Kanolu. Saş war nicht im Abseits. Es ist nochmal so ein letztes Aufbäumen. Korkut, Flanke. Ball ist noch heiß. Saas und Huber zur Ecke, zur zweiten, zur dritten Ecke für die Türkei. 10 Minuten haben sie noch, um hier zumindest das Ergebnis nicht so aussehen zu lassen, als hätten sie, als wären sie wirklich hier ein Sparringspartner gewesen für die Schweiz. Wobei das auch deutlich, wenn man den Spielverlauf sieht, danach ausgeschaut hat. Auch wenn sich jetzt alles so ein bisschen gelegt hat. Die Schweizer haben einen Gang zurückgeschaltet. Haben die Türken ein bisschen spielen lassen. Aber trotz alledem konnten die Türken es auch nicht zählbar machen. Comissetti, Flanke. Rüştü vor Sforza. Patrick Müller auf Stéphane Chapuisat und da fällt tatsächlich noch ein viertes. Doppelpack für den Dortmunder und das 4:0 geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Gerade wenn man die erste Hälfte mit in Betracht zieht. Ein fataler Schlag für die Türkei. Der Ball war vorher im Aus, deswegen keine Ecke. Ein fataler Schlag bzw. ein harter Hit zurück in die Realität. Denn die erste Probe, die erste Generalprobe vor dem richtig großen Kracher gegen Rumänien und der Härtetest, der geht hier aber mal völlig verloren. Völlig misslungenes Spielchen für die Türken hier. Die Schweizer... Mit aller Lust und Laune hier in Lausanne. Mama Hodl und das Spiel ist aus. Huber ist ohne Gegentor geblieben. Spieler des Tages für mich. Stéphane Chapuisat mit seinem Doppelpack. He seals the deal. Und die Schweizer gewinnen. Verdient mit 4:0, auch in der Höhe.
gegen die Türkei. Gerade dann, wenn man auch die erste Halbzeit gesehen hat. Und wir sehen auch die Offensivpower der Schweizer. Das wird noch eine interessante Qualifikation werden. Generell, wir sehen eine sehr interessante, eine sehr spannende Qualifikation. Gerade auch mit Mannschaften, die man vorher nicht wirklich auf der Rechnung hatte, dass sie überhaupt etwas reißen können, beziehungsweise dass die so einen Impact machen können, wie zum Beispiel die Ungarn. Da ist ja jetzt das Topspiel in der Gruppe 6 gegen Italien. Das werden wir uns gleich in den Highlights anschauen. Nebenbei sehen wir auch nochmal die Spanier, die gegen die Polen ran müssen und noch eins, zwei Spielchen mehr. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Wir geben rüber zu die Highlights des Qualitages. Das war's hier aus Lausanne. Wir hören uns gleich wieder mit dem Recap des vierten Qualifikationstages dieser Europameisterschaftsqualifikation. Zu den Highlights starten wir in der Gruppe 5, wo die Iberer in Polen zu Gast sind. Sie haben ihr erstes Spiel nicht überzeugend gewonnen, nur knapp konnten sie gegen die Griechen die 3 Punkte holen. Gegen Polen sollte es nicht anders sein, denn das Spiel von Minute 1 gehörte dementsprechend den Gastgebern. Das war gerade die erste Schusschance und wir bleiben auch direkt da dran. Ihr seht hier oben der Timer, wir sind gerade mal in der 4. Minute und die nächste Möglichkeit. Lapinski testet den spanischen Keeper. Und hier bleiben wir jetzt auch einmal dran, denn es geht postwendend wieder zurück. Trečiak auf Lapinski und Molina klärt zur Ecke. So ging es die ersten 20 Minuten, war Einbahnstraßenfußball. Dann haben sich die Spanier gedacht, spielen wir auch mal ein bisschen mit. Exeribia, der das Siegtor gegen Spanien geschossen hatte. Mit einer ersten gefährlichen Chance. Alles, was Spanien dort bisher auf den Tor gebracht hat, aufs Tor gebracht hat, waren nur Halbschüsse, die das Spiel trotz alledem als Schüsse gezählt hat. Und in der zweiten 45 Minuten mit Jeta. Und ihr seht dort unten dann nach 75 Minuten 13 Paraden hat Matišek parieren müssen. Hier hatten sie etwas Glück. Dann am Ende belohnen sie sich selbst, da die Spanier viel zu schlampig mit ihren Chancen umgehen. Lapinski, der Innenverteidiger, mit dem 1:0. In der 84. Minute und das sollte der Siegtreffer dann auch dementsprechend sein. Die Spanier wussten nicht mehr eine Antwort sich parat zu holen und die Polen gewinnen tatsächlich gegen Spanien mit 1:0. Eine Chance gab es noch, Luis Enrique und Guardiola, genau der Guardiola, versucht es zumindest nochmal den Punkt mitzunehmen, aber das war's. Polen überrascht die Iberer und klaut ihnen 3 Punkte. Zur Gruppe 6 ohne Ton, deswegen lege ich hier ein bisschen Musik unter und zum Topspiel des Spieltags. Ungarn gegen Italien. Die Ungarn mit 10 geschossenen Toren ohne Gegentor. Die Italiener kommen mit einem 7:2 gegen Frankreich in dieses Spiel. Und die erste Chance, und mit etwas Glück konnte Buffon diesen Schuss an den Balken lenken, an den Pfosten lenken. Ihr seht, sehr viel Action und auch dementsprechend direkt mal das erste Tor. Lendwei mit dem 1:0, der Mann der Stunde in dieser Qualifikation. Er ja auch der Mann gewesen, der die Franzosen mit seinen Treffern, mit seinen beiden Toren auf die Siegerstraße geschossen hat. Auch gegen Moldawien beim 8:0 konnte er den Ball in die Maschen drücken. Die Italiener wenig beeindruckt. Demetrio Albertini mit der Chance unmittelbar nach dem 1:0. Ball prallt an den Pfosten. Die Italiener mit ein bisschen Wut im Bauch. So wollen sie sich nicht abkochen lassen. Man besiegt Frankreich in ihrem eigenen Stadion mit 7:2. Aber trotz alledem sollte es zur Halbzeit die Führung für die Ungarn bestehen. Und Timo Dombi sollte sie 3 Minuten nach Wiederanpfiff auf 2 erhöhen. Ist hier die Riesenüberraschung in der Luft? Die Ungarn haben die Italiener hier völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Und das wird dann dementsprechend auch bestraft. Die Italiener
wieder mit Wut im Bauch. Und das war auch an sich das Letzte, was wir von Ungarn gesehen haben. Es geht nur noch in eine Richtung. Die gefährlichste Chance dann in der 70. Minute von Christian Vieri. Nur 2 Minuten später. Ecke, Fuser, Kopfball Del Piero. Und der Anschlusstreffer. Der erste Angriff, der sticht nach ungefähr 10, 15, 20 Versuchen für die Squadra Azzurra, den Ball hinter Gábor Király zu versenken. Es ist auch das erste Gegentor der Ungarn in dieser Quali. Die 84. Minute wieder. Alessandro Del Piero. Der findet Dino Baggio mit dem Pass auf Christian Vieri. Winkel allerdings zu spitz. Die Italiener sollten sich durch ihren Angriffsbemühungen doch noch belohnen. Und Demetrio Albertini vermag mir hier noch zum Goalgetter werden. Der Ausgleich und damit eine verdiente Punkteteilung zwischen Ungarn und Italien. Und wir haben wieder noch eine Chance gehabt. Ich habe euch wieder das Ergebnis vorher gespart. Das war so die letzte Aktion. Was ist es? Das war es in Budapest. Ungarn und Italien trennen sich 2:2. Zum letzten Spiel geht's nach Graz zu den Österreichern, die den Vize-Weltmeister Schottland empfangen. Und ich kann euch eins sagen, von Sekunde 1 an war es nur Einbahnstraßenfußball, und zwar der des Vize-Weltmeisters. Hier sehen wir direkt mal 2 Chancen, bevor es dann das bald gefährlich wurde. So sahen die Chancen aus bis eben zur 30. Minute, der inzwischen 5. Eckball für die Schotten, getreten von Paul Lambert. Kopfball Cameron Wohlfahrt lässt prallen und Brian Ferguson erzielt das 1:0 für die Schotten, zu dem Zeitpunkt mehr als verdient. Dann haben sich die Österreicher gedacht, dann fangen wir doch auch mal an. Kübauer zum ersten. Und nur ein paar Minuten später Ivica Vastic ans Außennetz. Dann die 37. Minute. Vastic mit der Flanke auf den Fuß von Christian Meyerleb. Und das 1:1, was für viele, nicht für viele, sondern für alle überraschend kam. Den Österreichern freut's. Die Flanke Pinpoint auf den Fuß zwischen 2 Verteidigern. Eine schöne Flanke. Aber dann haben sich die Österreicher auch mal wieder zurückgelehnt. Billy Dodds mit 2 großen Chancen. Dann diese Aktion. Colin Henry, was ein rotwürdiges Foul gewesen ist an Ivica Vastic, wurde nicht geahndet mit der Karte. Allerdings ein Elfmeter gab es für den Gastgeber. Angetreten Ivica Vastic. Solide ins linke untere Eck, 2:1 für die Österreicher. Und ein weiteres Tor auf das Konto des österreichischen Stürmers. Das war auch der Halbzeitstand. Dann direkt nach Wiederanpfiff die Schotten Colin Cameron und Billy Dodds im Nachschuss wieder zum 2:2. Sie hatten insgesamt am Ende 20 Torschüsse gehabt, die Schotten. Franz Wohlfahrt mit Abstand der beste Österreicher auf dem Feld. Ein munteres Scheibenschießen ist das hier. Colin Cameron zum ersten und zum zweiten. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, noch unverdienter hätte man keine Punkte verteilen können. Colin Cameron und Billy Dodds stellt das Ganze richtig. Ein knapper, aber doch mehr als verdienter Sieg für die Schotten. In der Nachspielzeit schnürt er seinen 2. Doppelpack. Gegen Wales hat er ja auch schon doppelt getroffen. 3:2 für die Schotten. Der erste Sieg in dieser EM-Qualifikation. Und damit können sie sich auch dementsprechend an die Spitzenposition der Gruppe 7 schieben. Wie die anderen Gruppen ausschauen, das sehen wir jetzt im Anschluss. Ein unterhaltsamer Spieltag neigt sich mal wieder dem Ende entgegen. Schauen wir uns die Gruppen
Stände einmal nach diesem vierten Qualifikationstag anstarten in der Gruppe 1. Und wir sehen, dass die Schweizer wieder sich angemeldet haben für die Qualifikation, für die direkte Qualifikation. Nach dem 4:0 gegen die Türkei. Die Türken hätten durchaus mit einem Unentschieden sich auf den ersten Platz festbeißen können. Jetzt wird es eine relativ schwierige Angelegenheit, denn es geht gleich gegen die Rumänen beim nächsten Mal. Während die Schweizer nach Vaduz ins Fürstentum müssen. Die Liechtensteiner mit einem Sieg gegenüber Bosnien-Herzegowina. Let that sink in for a moment. Die Gruppe 2, gucken wir darauf einmal. Und die nächste Überraschung, Armenien auf dem zweiten Tabellenplatz, weil die Tschechen ja eben in den ersten beiden Spielen keinen Sieg geholt haben. Den ersten Sieg haben sie jetzt erst gegen Island feiern dürfen. Nächstes Spiel in Jerewan gegen Armenien für den Vize-Europameister. Können sie sich wieder anmelden als erster Verfolger Norwegens. Für die Norwegen geht es nach Vilnius, nach Litauen. Das dürfte eine Routineaufgabe werden für die Skandinavier, die ja nicht mit einer sonderlich schlechten Mannschaft ausgestattet sind. Hier soweit es geht auch alles im Rahmen, außer eben, dass die Armenier dort oben zwischen Norwegen und Tschechien stehen. Dann die Gruppe 3 und die nächste Überraschung, die Kroaten mit einer Niederlage gegen die Slowakei, und eben die Slowaken setzen sich auf dem ersten Tabellenplatz fest mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Die Russen, die eben knapp gegen Kroatien verloren haben, mit einer Pflichtaufgabe, ein 5:0 gegen San Marino abgeschlagen. Die Mazedonier, die jetzt die nächsten beiden Male ran müssen. Einmal gegen San Marino und einmal gegen Russland. Das sind zwei Spiele, die man, wenn man sich Hoffnungen für eine Teilnahme an der Europameisterschaft macht, gewinnen muss. Ansonsten wird das nichts mehr. Wirklich in dieser Gruppe, die ja für die Mazedonier schon schwer genug ist, eben mit Slowakei, Kroatien und Russland. Das zweite Drittel gehen wir in die Gruppe 4 und so wirklich das Maß aller Dinge als einzige Mannschaft sind die Engländer. 3 Spiele, 3 Siege, nur ein Gegentor haben sie kassiert und Aserbaidschan mit 5:0 aus dem Wembley-Stadion geschossen. Die Letten ebenfalls eine Überraschung. Da hätte man eigentlich die Ukraine gesehen. Nur zu blöd, dass Lettland die Ukraine aber mal völlig verdient mit 3:1 besiegt hat und sie somit auf den zweiten Platz festsetzt. Die Dänen ebenfalls in Schlagdistanz. Die Ukraine, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Die Gruppe 5 ist die witzigste Gruppe von allen an sich. Die Polen stehen mit einer negativen Tordifferenz auf dem ersten Tabellenplatz. Why do you ask? 2x1:0. Siege gegen Spanien und gegen Griechenland. Das Spiel gegen Spanien haben wir ja im Highlights wie Real gerade eben noch gesehen. Jetzt kommt das Witzige. Die Slowenen, die Iren geschlagen haben. Und die Iren, die wiederum die Polen mit 7:2 aus deren Stadion geschossen haben. In Chorzów. Die haben das Spiel gegen Griechenland verloren. Und können sich nicht auf den ersten Platz festsetzen. Mit einem Sieg wären sie ohnehin auf dem ersten Platz gewesen. Sei es auch nur ein 1:0 aufgrund der Tordifferenz. Wir zählen zuerst die Tordifferenz und dann den direkten Vergleich. Und dann dementsprechend die Anzahl der Tore. Das ist eine interessante Gruppe, Leute. Das hätte ich bei der Auslosung beim ersten Video so nicht erwartet. Dann die Gruppe 6 und der erste Dämpfer für die Ungarn, für die Mannschaft der Qualifikation, für die Mannschaft der Stunde. Sie haben nach 2:0 Führung ein 2:2 hinnehmen müssen gegen die Squadra Azzurra. Das haben wir ebenfalls gesehen. Und die Franzosen so ein wenig Retribution, kann man quasi sagen. Für sie fängt die Qualifikation jetzt an. 4:0 Sieg gegen Israel nach Niederlagen gegen Ungarn und einer deutlichen Pleite gegen Italien. Da würde ich nicht gerne der Trainer gewesen sein oder generell die Spieler. Die haben wahrscheinlich diese kolossale Ansage wohl mitgekriegt. Andorra, Chapeau mit einem weiteren Unentschieden gegen Moldawien. Das Spiel hätten sie auch gewinnen können. Mit 2 Punkten und mit 5 geschossenen Toren sind sie für ihre erste Teilnahme an einer Qualifikation, sei es UEFA, Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, sehr, sehr gut dabei. Chapeau an das kleine Land, das
das europäische Festland von der iberischen Halbinsel quasi trennt, in Anführungszeichen. Das letzte Drittel und die Gruppe 7. Die Schotten stehen oben auf der ersten Tabellenposition. Warum? Weil sie ein Tor mehr geschossen haben als die Waliser. Der direkte Vergleich ging ja dort mit 2:2 aus. Wir haben das Spiel ja auch gesehen. Und die Georgier sind vor den Österreichern platziert. Auch hier fragt ihr euch, warum sind die platziert davor, obwohl alles an sich gleich ist? Den direkten Vergleich haben die Georgier mit 2:1 gewonnen, beziehungsweise sie führen mit 2:1. Es gibt ja noch ein Rückspiel, was dann in Österreich stattfinden wird. Die Weißrussen haben sich auch angemeldet nach dem Sieg gegen eben Georgien. Können auch sie die Teilnahme an der Europameisterschaft klar machen? Also die Gruppe ist in dem Sinne eigentlich die engste und auch die spannendste Gruppe vom bisherigen Stand. Dann die Gruppe 8 und mit der Enttäuschung dieser Qualifikation bisher. Die Portugiesen, eine weitere Niederlage und eine weitere verdiente Niederlage. Mit 2:4 verlieren sie das Spiel gegen Albanien. Und somit müssen sie auf jeden Fall liefern im nächsten Spiel. Nur das Problem ist, im nächsten Spiel wartet Deutschland. Und das Spiel werden wir uns anschauen zusammen. Dann gucken wir weiter. Die Schweden haben federn lassen gegen Zypern. Die Zyprioten erkämpfen sich ein 3:3. Helfen auch so ein bisschen die Deutschen mit. Weil ich denke mal, die Schweden werden als größere Gefahr ausgeguckt als die Portugiesen jetzt. Aber wir wollen das Ganze nicht. Wir wollen die Portugiesen jetzt überhaupt nicht unterschätzen. Das gewiss nicht, das wäre der größte Fehler. Die Gruppe 9 dann zum Abschluss und mit 2 Überraschungen. Die Jugoslawen verlieren ihr erstes Spiel gegen Finnland und die Färöerinseln sind erster Verfolger Nordirlands, die das Spiel gegen Luxemburg, ihr Spiel gegen Luxemburg mit 3:0 gewinnen können. Und die zweite Enttäuschung dieser Qualifikation natürlich die Bulgaren. Die Weltmeisterschaft haben sie schon versaut. Das haben wir gesehen bei Frankreich 98 und dieser Abwärtstrend scheint sich hier fortzusetzen. Niederlagen gegen Nordirland, eine knappe und eine etwas deftigere Niederlage, gerade auch gegen die Färöerinseln. Das nächste Spiel für die Bulgaren wird auch nicht wirklich leichter. Jetzt hat man ein bisschen Pause, dann geht es direkt gleich gegen Jugoslawien. Und dieses Spiel werden wir uns unter anderem auch einmal anschauen. Das ist ungefähr, ja, das wird das Rückspiel sein, was wir uns anschauen werden. Ich gucke jetzt gerade nochmal den Plan so ein bisschen durch. Das war es erst einmal von mir. Wir haben auch das Spiel schon genannt, was wir uns im nächsten Part anschauen werden. Die Spieltage, die nächsten beiden Videos werden etwas kürzer werden, weil wir eben nicht so viele Spiele haben in den nächsten beiden Videos. Deutschland gegen Portugal ist unser erstes Spiel, beziehungsweise das Spiel, was wir live sehen werden im nächsten Video. Und danach haben wir wieder die deutsche Mannschaft, das sage ich schon mal im Voraus. Da geht es dann nach Albanien zum Gastspiel. Das Pflichtspieldebüt von Erich Ribbeck, das werden wir ja im nächsten Part sehen. Mein Name ist Mr. Whitestyle, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn die DFB-Auswahl startet. Ich sage tschüss, see y'all. Und bis zum nächsten Mal bei der UEFA Euro 2000.